Wir reden nicht darüber, dass ich gerade eine Stunde dafür gebraucht habe, um zu verstehen, wie ich mit dieser Kamera anfange zu filmen. Aber ja, das ist das erste Video mit meiner neuen Kamera. Das ist die Canon EOS 80D mit dem Sigma Objektiv 18-35mm in 1,8 irgendwas. Ich kenne mich nicht so krass gut aus, aber ich weiß, dass dieses Objektiv der Shit ist. Also falls euch das interessiert sollte, ich wollte euch nur mal kurz sagen, was ich jetzt für ein Objektiv habe. Ich habe auch zwei neue Lampen. Ich werde euch alles unten in der Infobox verlinken, falls ihr wissen wollt, was ich so für meine Videos benutze. Habt ihr schon meine neue Brille gesehen? Ich feiere die blonden Haare, Leute. Ich will gar nicht sagen, dass ich die nicht feiere und ich will gar nicht sagen, dass sie nicht irgendwann mal wiederkommen. Aber ich wollte schon immer Split Hair haben in meinem Leben. Oh Mann, die sieht gar nicht, wie cool die Jacke aussieht. Die hat so coole Herzchen. Na egal. Ich wollte schon immer mein Leben Split Hair haben und deswegen machen wir das jetzt. Puh, so viel von allem Highlighter und so. Warte mal, ich brauche irgendwas. Jeans. Und dann so. Okay. Schon der erste, der richtig gerade ist. Okay. Wo auch mir das steht. Was sagt ihr? Oh, that's a look. Noch kein Toner drauf. Und das müssen wir jetzt ändern. Oh, wie unwohl ich mich fühle. So. Meine Haare sind zum Glück nicht mehr so lang. Die können nicht mehr so viel Schaden verursachen. Eine Schüssel. Da kommt jetzt mein Toner rein. Das ist Illumina Color in 1069. 69. Ja, Mischverhältnis, keine Ahnung. Ich bin kein Friseur und bevor jetzt wieder jemand ausrastet, das ist kein Tutorial. Bevor hier wieder Friseure kommen. Aus, genau aus diesem Grund habe ich ungern lange Nägel, wenn ich meine Haare mache, weil dann diese ganzen Handschuhe nicht passen. Deswegen ist es gut, dass ich jetzt kurze Nägel habe. Warum? Ach, es tut ein bisschen weh. So, es soll nämlich eine cremige Konsistenz ergeben. Das ist gerade ernsthaft in mein Gesicht geflogen. Alles klar. Ich fange beim Ansatz an, weil da soll die Farbe ja kräftig sein, ne? Ich habe jetzt keinen Spiegel, ne, Leute? Ich mache es jetzt alles mit der Kamera. So, okay, wir haben uns jetzt dafür entschieden, die Seite hier wird blond. Es wird so ein kühles Blond werden. Ich schätze mal, dass ich jetzt langsam mal hell genug dafür sein sollte. Ich hasse meine Schultern. Ich habe das Gefühl, ich habe die breitesten Schultern der Welt. Deswegen trage ich, by the way, immer Pullis und nicht sowas. Ich habe das Gefühl, nämlich, ich habe sehr breite Schultern. Und dann habe ich mal das Gefühl, ich sehe so aus wie so ein Türsteher. Also so wie meine Haare jetzt waren, das war einfach blondiert. Ich habe sie so anscheinend so oft blondiert, dass sie einfach totblondiert sind und deswegen so hell sind. Und kein Gelbstich mehr. Also ich habe kaum mit Gelbstich zu kämpfen, außer halt am Ansatz. Sonst nicht. Aber krass, wie wenig Produkt man braucht. Ich bin jetzt fast durch und ich habe noch ein bisschen was übrig. Aber lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Super interessant, oder? Was habt ihr so heute vor? Oder was habt ihr heute so gemacht? Und wer, ihr versaut euch die Überraschung, indem ihr vorspult. Das ist nicht gut. Bitte versaut euch das nicht. Ratet in den Kommentaren mit, was ihr denkt. Alles jetzt voll. Weil jetzt muss ich gleich die Hände wechseln. Ich glaube, die Schale ist zu klein. Mal gucken. So, jetzt kommt jetzt natürlich darum. Was machst du denn jetzt für die Haarfarbe? Es wird ein Mix aus das hier. Ich will so ein peachy pink. Also es soll viel mehr ins Pink gehen. Warte, ich zeige euch die Farbe. Das ist Electric Paradise. Oh, sieht der überorange in der Kamera aus. Aber Leute, es ist pink. Peachy sein. Aber viel, viel. So soll es richtig, richtig fertiger Pfirsich sein. So, sollte reichen. Chico starrt mich an, so nach dem Motto, warum machst du das schon wieder? Hättest du nicht einfach schwarz bleiben können? Oder was ist dein Problem gewesen? Ich fühle mich einfach mit schwarzen Haaren nicht mehr wohl. Hätte ich niemals gedacht, dass ich das jemals sagen werde. Aber tatsächlich, ich hasse schwarze Haare an mir. Jetzt so irgendwie, wenn ich alte Videos von mir sehe, wo ich schwarze Haare habe.
Ich weiß auch nicht. Es ist so, als würde ich jemand anderem zugucken und die Videos sind echt anstrengend. Und jetzt, seitdem ich blond bin und vor allem seitdem ich kurze Haare habe, fühle ich mich einfach richtig. Das ist so ein extra Spülung-Ding von der Marke. Ich dachte, vielleicht ist es besser, wenn es von der Marke selbst auch noch ist. Das ist alles, by the way, cruelty-free und vegan. Sieht viel orangener links aus. So. Aber irgendwie sieht die übertrieben orange aus. Und ich will keine orangenen Haare haben. Bitte nicht nochmal. Okay, Leute, ich mach's jetzt einfach rauf. Who cares? Let's go. Ach, bitte lass es nicht orange werden. Es soll so peachy sein. Es sieht schon peachy aus, oder? Was meint ihr? Das ist so Risiko, das einfach nur mit dem Spiegel zum. Mit dem Ding hier zu machen, ey. Oh mein Gott. Ist ja einfach auch nicht für immer. Das wäscht sich hier raus. Boah, sieht ja schon mega aus. Hat Angel etwas Split Hair oder was ist hier los? Oder was passiert hier gerade? Sieht jetzt schon geil aus. Oh mein Gott, Leute. Alter Falter, mega geil. Ich hoffe, das wird peachy. Ich bin doch so diese langen Haare gewöhnt, dass ich das einfach nicht kenne. Die zu wenig Zeug zu machen. Ich hätte schon wieder viel weniger nur machen müssen. Aber doch, jetzt wo es so langsam auf meinem Kopf ist, ist es schon richtig die Farbe, die ich wollte. Oh mein Gott. Wie geil. Jetzt muss ich hier... Ja, never ever kriege ich den jetzt auf. Das hört sich sehr sexuell gerade an, was ich mache. Alter, geil. Ey, das gefällt mir jetzt schon. Und es ist noch nicht mal fertig. So, ich lasse es mal so lange wie möglich einwirken und gehe so lange live auf Instagram. Mach irgendwie, damit man das nicht sieht. Ey, ich will einfach Split Hair haben. Ich habe das Gefühl, hier ist mehr als da, aber ist nicht so schlimm. Ich lieb's. Das Haar da oben, Alter. Du gehörst auf die Seite, aber gut. Ready, Maddy, Maddy. So, das zieht jetzt ein, so lange wie es geht. Da steht halbe Stunde. Ich werde eine Stunde bestimmt einwirken lassen, weil ich so lange wie möglich was von den Haaren, von diesen Haaren haben will. Boah, ey. Von diesen Haaren haben will. Und ja, also wir sehen uns dann gleich wieder. Also für euch sind es ein paar Sekunden, für mich ist es jetzt eine Stunde oder so. Wenn meine Haare ready sind. Tschüssikowski. So, ich war gerade nochmal live mit euch. War ein schöner Livestream. Wenn du dabei sein willst, musst du wohl über übel bei meinem Instagram vorbeischauen, ne Chico? Was sagst du? Mein Auge tränt die ganze Zeit. Fragt mich nicht, wieso. Ich könnte ausrasten. Und ich werde das jetzt auswaschen gehen und dann schauen wir uns das Endergebnis an. Und ich bin sehr gespannt. Ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist. Mein Föhn ist gerade kaboom. Das ist gerade explodiert. Ist mir wirklich noch zitter? Alter, mein Föhn ist gerade kaputt gegangen. Er ist gerade explodiert. What the fuck? Also ich wollte meine Haare jetzt föhnen. Ich habe einfach hier eine Stelle vergessen. Wow, das geht, aber hier eine Stelle muss ich vielleicht nochmal nachtragen. Mein Föhn ist gerade explodiert. Ja, gut. Ich schwöre, er ist einfach, ich habe ihn gerade so richtig weggeschmissen, weil er so explodiert. Also nicht der Föhn oben ist explodiert, sondern das Föhn-Ding, wo der Stecker drin ist. Ja, okay. So viel dazu, wenn Angel mal Haare föhnen will. Ja, das sind jetzt die Haare in nassen Zustand und mach diese Stelle hier, weil das wird mich kürre machen. Wir machen das jetzt nochmal und dann muss ich das nochmal auswaschen, weil das wird mich verrückt machen. Die Kacke ist, jetzt habe ich gar nicht das Mischverhältnis. Aber das kann ich nicht so lassen. Das kann ich nicht so lassen, diese Stelle hier. Ich fasse das einfach nicht, dass der gerade explodiert ist. Der ist einfach ausgegangen. So, ich hätte das für einen Wackelkontakt und dann ist er ausgegangen und wieder an. Und dann ist er explodiert. Muss man auch erstmal hinkriegen. Glaub's einfach nicht. Was zum Henker, Alter. Alter, ich habe noch mein Oberteil an. Bin ich eigentlich voll verrückt, Alter?
Die Länge ist alles gut, sondern das ist echt nur die Ansätze und diese eine Stelle. Okay. Die gefällt mir richtig gut. Ich glaube, das wird jetzt mein Markenzeichen werden. Okay, ich muss kurz Hände waschen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich das auch wieder ausgewaschen habe. Lol. So. Es ging jetzt nicht anders. Ich muss euch leider so das Endergebnis zeigen. Ich habe jetzt die Stelle nochmal ausgebessert. Also jetzt ist auch alles pink. Ja, ihr werdet dann mal meine Instagram-Aktualisierung sehen und heute, wenn ich live gehe, also wenn ihr das Video seht, gehe ich auch nochmal live um 20 Uhr, weil mein Föhn ist jetzt kaputt. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Haare jetzt so schnell trocknen lassen muss und es ist schon abends um 23 Uhr und mein Mikro ist gerade abgefallen. Um 23 Uhr und ich muss das Video auch noch schneiden. Deswegen habe ich jetzt leider keine Zeit mehr. Also wenn ihr das Ergebnis mit trockenen Haaren sehen wollt, müsst ihr bei meinem Instagram leider vorbeischauen. Es tut mir leid. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass mein Föhn einfach explodiert. Ich würde sagen, wir sehen uns bei einem nächsten Video. Und zwar, ich glaube, das nächste Video wird mein What I Eat in a Day sein. Das kommt am Mittwoch online. Das ist Chico.